Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 4 und unserer Flucht jetzt. Wir sollen den Scheinwerfern folgen, meinte der gute Sully eben. Das ist voll gut gesagt. Ich habe keine Ahnung. Moment, warte, wir werfen Dach. Da hinten, oder? Das. Nein, nein, nein. Ja, ich habe Bedrohungsanzeige. Ja, okay, ich habe es verstanden. Oh, toll. Und wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir da oben lang? Oder müssen wir hier unten rum? Oh Gott, das war knapp. Hallo? Sam? Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre. Nein. Aspetta. Halt, halt nicht schießen! Ich hab mich verlaufen! Ach, verdammt! Verdammt. Die schießen auf mich. Ich wollte ja Waffen mitnehmen. Ich weiß. Bin ich unsicher? Nein. Ja, die Sprünge sind immer nicht so ganz klar, wo man sicher ist und wo nicht. Hallo? Moment, ist da auf dem Dach was? Was da geglitzert hat? Ist die Frage, wie wir hier weiterkommen. Wir müssen auf die andere Seite rüber. Na komm. Darüber? Waffen wären vielleicht doch nicht schlecht. Puh. Bin ich jetzt durch? Forse c'è qualcuno. Ti copro le spalle. Ja, okay, die bewegen sich aber Gott sei Dank nicht. Ich muss nach oben und mich umschauen. Und unter das hohe Gras, um sich vor Gegnern zu verstecken. Und um Pokémon zu finden. Ist der alleine? Na komm, schnell. Wo? Hier sind wir doch schon fast draußen. Na komm. Das überlebe ich nicht. Ach, jetzt ehrlich. Das wäre die Mega-Abkürzung gewesen. Moment. Wer ist denn da? Wer fährt denn da mit diesem Speedwagen vorbei? Und da rüberspringen vielleicht? Ja. Den Sprung habe ich doch geschafft, oder? Das war doch 1A. Ich bin doch rübergekommen. Kann ich vielleicht auf die andere Seite darüber springen? Ich sehe hier halt nicht gerade den Weg.
Vielleicht auch von hier da oben, nach oben. Eigentlich wollte ich ja nicht wieder nach oben. Da ist der Ballsaal. Davor die Einfahrt. Oh Gott, bis dahin. Das ist ja. Ich dachte, wir sind jetzt schon fast draußen. Nein, warum mache ich denn das? Hallo. Verdammt. Autsch. Aber okay, das war auf jeden Fall schon mal richtig, soweit. Das heißt, hier hoch. Ist der Walter. Vor die Einfahrt. Können wir hier hoch? Okay, alles gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Ja, nur dass wir hier nicht erwünscht sind. Nee, das ist unser Problem. Wir haben ja keine Einladung. Und Sully wird halt verdächtig. Das heißt, wir dürfen hier nicht einfach rausplatzieren. Da vorne ist die Tür. Wir sind völlig unauffällig. Dann ist wieder... Ja, es war so klar. Scusi. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, Sie aber auch nicht. Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie's keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Wirklich? Tja, das schmeichelt mir. Aber ich bin leider vergeben. Sehen Sie, wenn Sie mich jetzt entschuldigen... Ja! Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst würde ich... Was denn? Okay, gut. Aber wissen Sie, ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Ja, komm, jetzt zeig mir mal, was wir drauf haben. Na los, Nathan Drake. Au. Au. Wow, wow, wow. Was zum Teufel hat die denn drauf? Und jetzt her mit dem Artefakt. Etwas konkreter. Es gehört nicht Ihnen. Wussten Sie, dass alle Artefakte hier gestohlen sind? Die gehören in ein Museum. Ich verliere langsam die Geduld. Nun gut. Ich hab noch etwas Jetlag. Wie wär's mit Unentschieden? Nein, ich glaube nicht. Ah. Alter, wieso ist sie so gut? Wir treffen sie nicht einmal. Haben Sie genug? Oder spielen Sie lieber weiter den Klugscheißer? Weiter den Klugscheißer. Tja, wissen Sie, die Klugscheißer-Nummer hat mich weit gebracht. Warum aufhören? Wo ist das? Oh, oh. Ja. Okay, ich bin am Wagen. Wo zum Teufel steckt sie? Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Das ist entzückend. Also, hier draußen herrscht totales Chaos. Sie versuchen es einzunehmen. Aber alle drehen durch. Darüber? Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Ballsaal. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Die gute Nachricht. Ich habe eine Knarre. Bis gleich. Das ist ein rundes Schild. Aber was bringt uns dieses runde Schild? Darüber. Warum bricht er nicht immer alles ab? Ich will darüber, Nate. Oh Gott.
Das war das Schild. Lass zu! Was machst du? Was? Warum? Oh mein Gott, sehr guter Wurf, Sam. Oh, jetzt sind sie auf uns. Ich habe Probleme, Sam. Was hast du noch? Er hat noch eine Pistole. Alles klar? Ja, ich häng nur so rum. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja. Runter? Ja, schon. Okay, wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Ballsaal. Okay, bis gleich. Ah, sehr gut. Runter? Oh Gott. Hier ist Munition. Die kann ich auch gut gebrauchen. Vector, ich sitze hier fest. Eine Idee? Der schnellste Weg führt durch den Ballsaal. Du hast gesagt, er ist abgeriegelt. Ja, aber jetzt, wo sie von euch wissen, haben sie ihn geräumt. Dann auf zum Ballsaal. Verstanden, Nathan? Ja, verstanden. Soll ich die jetzt umnieten? Oder soll ich durchschleichen? Aber ich habe ihn noch erwischt. Ja, toll. Ach egal, einfach rüber. So. Wo ist der denn jetzt? Sehr gut. Wir haben ihn. Ich glaube, wir müssen auch darüber, wo der war. Nee, da hinten ist noch einer. Wir nehmen uns nicht den ersten vor. Oh, der erwischt. Das hohe Gras ist unser Freund. So, wir müssen. Oh. Wer hat uns denn gerade entdeckt? Müssen wir da rüber vielleicht? Moment. Vielleicht hier hoch? Okay, da kommen jetzt ein paar. Den ersten könnten wir wahrscheinlich leise erwischen. So, da ist noch einer. Oh nein. Na komm. So, sehr gut. Wir haben keinen einzigen Schuss abgegeben.
Das war doch mal eigentlich erfolgreich. Oh, oh, au, au, au. Von wo kommen denn die Schüsse da oben? Ich sehe gerade die Schützen nicht. Da drüben? Moment, wo? Aha. Okay. Weiter geht's. Darüber. Jetzt sind wir noch gleich draußen. Bist du's? Wo ist Sam? Oh, gut. Laggiù, ho sentito qualcosa. Was bringt uns denn das? Puh. Non complicare le cose. Da oben sind sie. Wow, verflucht! Granate! Oh, was zum... Das war cool. Das war echt cool. Die Frage, wo ist Sam? Da ist Sam, hi. Hey, wie geht's? Ich glaube, ich habe genug von dieser Option. Oh ja, ich auch. So. Oh, hallo. Okay, Jungs, Planänderung. Zu viele wollen hier weg. Die Einfahrt ist komplett dicht. Scheiße, was jetzt? Oh, was? Vor dem Ballsaal. Ich warte noch. Okay, los. Oh, 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 oh. Hallo. Moment, war da jemand? Munition. Oh, oh. Das war ein Problem. Nachladen. Ja, okay, Sam. Da vorne ist raus. Sehr gut, Sam. Nein, da kamen noch zwei hinter mir her. Oh nee, das habe ich nicht gesehen. Oh, ernsthaft? Komplett von vorne? Okay. Das war dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Machen wir lieber wieder unsere andere Tour außenrum.
nein, ich hab das, die Schnur durchtrennt. Au. Was? Wodurch? Boah. Haben wir. Boah, die machen aber auch einen verdammten Schaden. Ach Gott, warum treffe ich wie ein... Ah. Aber Sam, das war eigentlich auch deiner. Egal. Vorhin hast du mich aber besser gedeckt. Nun gut, da müssen wir einfach erstmal hier in Deckung bleiben, Sam. Nur mal sicher diesmal. Sehr gut, Sam. Scheiße, war das schlecht? Ach, die Waffe hat er für mich da gelassen. Uiuiuiui. Das Problem ist, wir kommen hier gerade echt nicht durch. Schwierig. Weiter, schnell. Der ist ein bisschen weit weg einfach. Meine letzten Schüsse hier. So, wir müssen nach da vorne kommen. In Deckung, so. Nein! Ach komm, das ist doch so dumm. Sam stand doch vor einer Sekunde noch da. Wie kann denn da jetzt bitte schön... Ach, egal. Komm, warum läuft er denn so komisch rum? Nathan, ich sehe nichts mehr. Wo bist du denn? Nathan, was ist los? Was ist los mit dir? Ach komm. Ah, dieses, ganz im Ernst, dieses Deckungssystem, so gut es teilweise ist, so beschissen ist es auch manchmal. Jetzt steht er hier richtig, diesmal. Okay, okay. Was halten die denn manchmal auf? Oh, oh. Sammy war aus dem Weg, also ups, ich bin die durchgeschossen. Oh mein Gott. Jetzt
Nein, 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 nein. Warum? Da ist wieder einer hinter uns. Nein, 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 Entdeckung. Oh Gott. Nachladen. Nein. Oh Gott. Da kamen noch welche raus. Meine Güte. Schnell. Wir sind draußen. Oh je. Nein. Wenn du kein Leichenwagen fährst, beeil dich besser. Du, wir kommen jetzt hier, hier vorbei. Eindeutig zu viele Leute hier. Ich muss hier unbedingt in Deckung gehen. Das ist echt doof. Unsere Deckung hier ist ziemlich schlecht, Sam. Ah, endlich. Hier rüber. Oh Gott. Sehr gut. Wir sind bald vorne. Oh Mann. Schnell, ich muss dahin. Oh Gott. Los, los! Okay. Hoffentlich komme ich dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Ah. Odium mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hm? Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten. Sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also
Ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Nun langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hm. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir. Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Ja. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, je, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin, ehrlich. Mhm. Super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey. Hey, ich bin's, ja. Empfang ist mies. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja. Mach ich. Okay. Ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet. Was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja. Ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein. Tja, Rafe will's wirklich wissen, ne? Die konzentrieren sich nur auf die Kathedrale, das ist gut. Denn so sind wir auf dem Friedhof ganz ungestört. Sully. Ja? Hey, pass auf, wir können loslegen. Okay, Kleiner. Waldmanns Heil. Letzte Chance mitzukommen. Naja, wenn du keinen Aufzug für mich hast, passe ich lieber. Okay, dann bis später. Hey, Nate. Ja? Also, bring mir was Schönes Glänzendes mit, ja? Das habe ich vor. Gut. Dann besuchen wir mal Captain Avery, ja? Okay, damit mache ich dann aber auch für heute erstmal eine Pause und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Aber es sieht wahnsinnig gut aus, hier die ganze Kulisse. Also dann, ciao, ciao.